Was geht, Leute? Willkommen in meinem neuen Video zu meinem Vlog, mein erster Vlog, Bruder. Ja. Wir haben heute einen Vlog und wir gehen nach Türkei, Habibi. In so 10 Tagen gehen wir nach Türkei. Also ich werde einen Tag früher gehen und mal sehen, was alles passieren wird. So, wir sind jetzt hier. Wir haben gerade Freitag. Heilige Freitag oder so ein scheiß Morgen. Überall ist zu. Ich wollte Haare schneiden gehen, Cousin. Geht nicht. Mein Onkel aus Heimat ist hier. Wir haben alles auseinandergenommen. Der hat gesagt, komm Bruder, ich schneide deine Haare. Wie ihr sehen könnt, sehe ich gerade so. Was ist das? Türkische Onkel aus Heimat scheißt 90% immer rein bei Haare, bei Übergang, dies, das. Der wird mich. Ja, egal. Yo, okay, wir sind wieder da. Und ich schwör auf meine Mutter, der Typ hat's gut gemacht, Cousin. Der. Oh mein Gott, Bro. Ich weiß nicht. Was geht, Allah? Wir sind gerade in Stuttgart Flughafen, Habibi. Wir sind jetzt bereit unterwegs. Ich gehe jetzt kurz zu diesem Terminal. Ich mache meine Sachen rein. Dann gönne ich mir ein bisschen Meckes, Cousin. Wir haben gerade 8.50 Uhr oder sowas. 10.40 Uhr habe ich Flug. Ich kann noch ein bisschen chillen. Meine Lecken und so. So, ich habe jetzt meine Gepäck gegeben. Diese Dings. Ich kann kein Deutsch immer noch. Ich habe mein Ticket abgeholt. Ich gehe jetzt kurz Meckes. Ich fetze mir so ein Baba-Doppelpack-Menü und dann gehe ich zu meinem Gate, Habibi. Ah. Wir sind jetzt in Türkei, Cousin. Antalya. Ich bin bei Pascha, seinem Bruder, gerade. Und natürlich, Pascha, sein Bruder, der ist mein kleiner Kardeş. Abi, merhaba. Merhaba. Oturma. Wollen Sie sich hinsetzen? Soll ich aufstehen? Alles gut, alles gut. Alles gut. Natürlich gehört das Haus mir. Er ist nur hier. Einfach so. Morgen, 7 Uhr morgens, gehen wir Berko, Pascha und Janel holen. Und dann sehen wir uns ja. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen, Österreich. Wir haben 8 Uhr. Wir wollten eigentlich 7 Uhr irgendwas Pascha und Janel abholen. Pascha, sein Bruder, hat mir Ansage gemacht. Ich werde morgen dich mit meinem aufdecken und so dies, das. Er hat verschlafen. Ich bin aufgestanden. Auf jeden Fall, wir haben jetzt Taxi angerufen. Wir holen die jetzt. So, Pascha! Warte, Bruder. Hallo, wie groß bist du denn? So, wir warten gerade auf Berkoli. Die Jungs sind hier. Alle sind am Pennen. Ich bin wach. Guck mal, da ist Pascha, Digga. Pascha, mein Nachbar. Guck mal, wer da ist, Cousin. Warum filmst du jetzt auch? Warum darf ich nicht? Ich film. Darf ich nicht? Komm, eins gegen eins. Pack mal meine Tasche jetzt rein. Bertmann. Was geht, Lennart? Bruder, wir sind gerade hier. Guck mal, ich auch. Auf jeden Fall, wir essen gerade hier was. Guck mal, wie schön, Digga, Wallah. Ich hab hier meine Pizza. Okay. Bruder, hier haben wir auf jeden Fall einen saftigen, Bruder. Ja. Boah, warte. Wie kommst du selbst für den? Und, wie schmeckt's? Boah. Total. Jetzt gib ihm. Steaksoße. Das ist diese Steaksoße, Café der Paris-Soße. Das ist geil. Bruder, krass, ne? Bruder, Wallah, Billa. Das ist geil. Das ist bester Wallah. Guck mal, Dana. Guck mal. Was ist das? Bruder, das ist Essen schmeckt. Ui, Maschallah. Und, wie schmeckt's? Bruder, schmeckt lecker. Wallah, guck mal, wo wir leer alle. Maschallah, Digga. Guck mal hier. Assalamu alaikum, Jungs. Guck mal, ich hol meine Kamera raus. Erst auf den Kopf. Guck mal, ich nehme meine Kamera raus. Hör mal leise, Digga. Halt deine Fresse, Junge. Geh mal weg von mir. Bei 1500 Likes gebe ich den Junge so eine Bombe, der wird nie wieder mehr aufstehen. Boah, wie das aussieht. Boah, Wallah, Allah. Guck mal. Just the two of us. Wallah, guck mal, hier, Türkei, Bruder, Bierflasche. Seinem Belan ist, ey, mach keine Filme. Einfach dein Thumbnail, guck mal, Dena. Aber sieht echt geil aus, Bruder. Guck mal, da ist Wasserfallland. Ihr wisst alle Bescheid, ich bin der Boss in der Gegend. Wie ihr sehen könntet, ganze See gehört mir. Der Junge labert irgendeinen Scheiß. Aber was soll ich sagen, Cousin? Die Leute reden zu viel, aber die reden zu wenig, Cousin. What? Bruder, ganz normale Kanaken-Style, Habibi, was machst du? Jungs, ich schwör auf alles, ne? Ich war noch nie in meinem Leben Antalya, Bruder. Guck mal den Pissan, der hinter mir kommt. Was denn? Bist du Stress, Cousin?
Bruder, ich war noch nie in meinem Leben in Antalya. Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Einer auf den. Guck mal, sein Styler. Bowling-Style. Bowling-Style. Why? Digga, Gigo, Mann. Ich bin hängen geblieben, Junge. Gigo, Alter, deine Fresse. Lauf weiter. Musst du Scooter fahren, Kleiner? Soll ich dir deinen Scooter bezahlen? Willst du meinen Scooter bezahlen? Ich bezahle für deinen Scooter, Bruder. Du hast Flug bezahlt, hä? Oh my God, bro. Yeah. Bro, oh, wie war das geht? Wir haben hier Dings natürlich, einer auf den. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Lehn dich mal ganz nach hinten, nach hinten, nach hinten. Ja, ja, ja. Und jetzt nach vorne. Jetzt nach vorne und jetzt nach hinten. Jetzt. Guck mal, so geh ich mal. Egal, scheiß drauf. Muskel! Weiter! Jawohl. Es gibt keinen besten Trainer. Bei mir kosten nur 100 Euro die Stunde. Hey, Bruder. What the fuck, bro? What the fuck, bro? Mach dich, bro. Weiter! Hey, Bro, what the fuck, bro? Was machen wir hier? Was geht, Bro? Alles klar? Alles gut, Bro. Berko gegen Umut. Was laberst du, du Pi? Aber guck mal, was eine Aussicht. Wallah. Auf jeden Fall stabile Aussicht. Ich hab mein Handy rausgeholt, der hat auch wieder rausgeholt. Fährst du was? Ich sag zu ihm so, film mich mal, gell? Der filmt mich, der kommt so mit seinem Handy in meine Fresse. Ja. Der. Seht ihr, wie die über mich reden? Wutje, wow, tschö, tschö, tschö. Guck mal, hier ist der. Und da vorne ist unser Abi. Der fährt einfach so. Guck mal, ich hol mein Handy raus, der holt auch direkt sein Handy raus. Was geht? Ich bin's, Krata. Wir sind gerade Charge, wie ihr sehen könntet. Şimdi bir tane patatesli olsun. Bir tane su kıymalı olsun. Bu da dein Türkisch, maşallah kuzen. Ya ya bir ayın fışı. Abi bize oradan bir kaşarlı verirsen. So ein auf dich. Wir haben jetzt auf jeden Fall schöne Ding, schöne Frühstück. Haben wir jetzt bestellt. Daniel, was sagst du zu diesem Tisch? Bruder, dieser Tisch ist Killer. Ja, Geschmack ist aber schön. Was sagst du denn? Bruder, ich sag dir erstmal, mach mal Kamera weg und iss mal dein Essen. Stabile Teller, Jungs. Guck mal, der Bre kommt hinter mir her. Der will mich drücken, Cousin. Guck mal, ich komme hier in Türkei mit denen zu chillen. Ich werde hier nur beleidigt. Ich mach bald eine Ansagevideo gegen die Leute hier. Hey. Bald kommt Ansagevideo gegen den. Guck mal, ich werde hier nur beleidigt. Oder? Aber du hast schon teilweise verdient, ich sag dir ehrlich. Was hab ich gemacht? Frech wie du bist, so frech wie du mit den Leuten redest. Aber trotzdem bist du unser Bre, natürlich. Natürlich. Jetzt verpiss dich. Hey, du Ekelhafter, hey! Ich bin Profi-Verhändler. Ich will mir jetzt so eine stabile Anhängetasche kaufen. Wenn der Typ sagt, hier 1000 Lira, ich würde das runter auf 500 ziehen. Vertraut mir, ich bin richtig guter türkischer Verhändler. Ich nehme gleich hier alles auseinander. Wartet ab, Jungs, wartet ab. Zach, hier hopp. Oder guck mal, wir chillen gerade hier, ne? Guck mal. Umut, was waren das für Dance-Moves gerade? Der hat einfach getanzt da gerade. Das ist diese türkische eine Dings-Version. Ich kann alles auseinandernehmen. Bruder, stark, Wallah. Wallah, wir sind jetzt Pazar. Originale Sachen kaufen, für günstig. Meinst du, du kannst handeln? Kannst du handeln? Die nennen mich Meister Prestige-Händler, okay. Stark. Prestige-Master. Wir testen dich gleich beim Handeln, okay? Ihr dürft nicht Deutsch reden. Ja. Regel Nummer 1. Aha, und was machst du gerade, du Eierkopf? Ja, aber ich will hier nichts machen. Ah, okay, wir reden. Wir machen da gleich einen auf Türkisch. Assalamu alaikum. Ja, weiter, red weiter. Einen auf. Scheiß mal auf diese Handel, aber was hast du über diese Frauen hier gesagt? Die sind auf jeden Fall sehr schöne, ja. Respektvolle. Natürlich. Schöne Frauen. Was hast du noch gesagt, wo die Kamera aus war? Alle sind gut. Bruder, Wallah, du bist cool drauf. Wie gesagt, bitte eine kurze Ding. Tamam, Bruder. Ich geb dir sofort einen kurzen Ding, Mann. Warte ganz kurz. Hier, such dir einen heraus. Welchen hättest du denn? Was macht ihr denn da die ganze Zeit? Was ist denn der? Ist der irgendwie jetzt so ein Phänomen? Der ist Fame in Deutschland. Der ist Fame? Ja. Echt? Ja. Deswegen, der macht doch gerade die Werbung für dein Land, das hat er auch gesagt. Ja, ich mach gerade Werbung. Der will das am Preis drücken. Der will drücken. Mädels aus Deutschland, falls irgendwelche Chicas dabei sind, die gerade zugucken.
Insta. Genau, genau, das bleiben wir aus natürlich. Bruder, guck, mach gutes Angebot, ich mache hier Werbung, sein Vater. Komm, alles, komm. Weißt du, wie viel Abonnenten ich habe? Oder mach ich, mach ich. Sag mal ehrlich, 500.000 jetzt. Bruder, such dir was dir gefällt. Tüyo'yu verdiler, sana buradan çıkış yok. Benim tey mi? Benim, nein, nein. Tey mi burada? Yalnız güzel abi, benim burada birkaç tanıdığım var. Tamam da senin o tanı da gelene kadar biz işi hallederiz. So, Umut ist wieder frech. Umut ist wieder frech. Der kriegt jetzt eine von mir. Der ist wieder sehr, der strapaziert wieder die Leute. Biz burada tanışıyoruz. Tamam, sen paradan bahsediyorsun. Tamam bedava ver. Was wollen wir eigentlich von dir, Alter? Ich verstehe nicht, was für ein famous du bist. Bruder, ich schlaf meine Mutter. Ich geb den gleich so einen Backpfeifer, alle. Mach Belane. So, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Klamotten gekauft. Hier, auch Off-White. Einer auf den. Ich würde fett abgezogen. Ja, also der wurde... Hey. Umut wurde... Umut wurde... Guck mal so, diese Tasche, Cousin, so einer auf den. Natürlich, alles ist original, natürlich. Aber auf jeden Fall... Guck mal den Bre hier. Guck mal, wie der läuft. Ey, wenn du diesen Video siehst, ne? Der Typ, der mir diese Sachen verkauft hat, wenn du dieses Video siehst. Ich weiß, wie der heißt. Mickey. Mickey, genau. Mickey, ich küsse dein Herz, hör nicht auf ihn. Einen. Ich werde dich auseinandernehmen. Mickey, du hast ihn gefickt, Mickey. Du hast ihn auseinandernehmen. Soll ich dir was sagen? Du hast mich. Aber ich küsse dein Herz, Mickey. Halt deine Fresse, Digga. Ich schwör meiner Mutter, wenn ich dich irgendwo sehe, werden verteilt. Aber natürlich TikTok sportlich. Halt deine Fresse, ja, wusste. Guck mal, wie der aussieht. Hast du ein Problem, Cousin? Der Bre chillt gerade, der streamt. Ist die Verbindung gut? Der macht die Verbindung ist sehr gut, Cousin. Oder er sagt, Verbindung ist gut, wir sehen Chat nicht. Wir wissen gerade nicht. Bruder, guck mal, was ein Gesicht, ja? Auf jeden Fall Baba-Sicht, Jungs. Lass mal alle erstmal rauslaufen. Arkadaşım var, Selam söyleyebilir misin? Selam. Ona bir dilek çekelim. Yok yok boş ver onu. Allah diga. Hatır olsun hatır. Dur dur dur. Çevireyim bekle. Dur ey ey. Puh bura. Biz sadece niyetten. Ey nicht dass sie meine Augen auspickt bura. Biz sadece ücretten alıyoruz. Bura bura. Bruder, der will uns abziehen gleich. Der wird uns sowas von abziehen. Jungs, wir sind gerade irgendwo. Guck mal. Versuch. Aussicht Bruder. Ey wenn's. Hier haben wir auch eine sehr schöne Aussicht, oder? Ja, Mann. Bruder, der holt nur diese Limonata sein. Ey, ich sag euch ehrlich, diese selbstgemachten Limos in Türkei, die sind krass. Walla, tu mal nicht so, als ob ich die nur hole. Ich hab doch auch schon getrunken. Bruder, die labern irgendetwas. Ich hab keine Ahnung, was die labern. Ja, Walla. Ich hab einen Chai bestellt, der trinkt Red Bull. Ja, ist Red Bull. Genau. Cappuccino. Geh mal auf deinen Twitch-App. Cappuccino. Guck mal, aber dieser Mansara, Bruder, ich schwör auf alles, ne? Boah. Wir sind jetzt in Antalyas Best, der angeblich Steakhouse-Cousin. B12. So Jungs, wir sind jetzt auf jeden Fall hier. Stabile Steak werden wir uns jetzt gönnen. Mal sehen, was passiert. Sie nennen mich Gordon Ramsay von Türkei. Ja, ja. Mal sehen, was passiert. Gleich kommt, so Pascha sagt, dass gleich so ein krankes Ding kommt, ne? Bruder, ich war noch nie in meinem Leben im Steakhouse, ne? Noch nie habe ich Steak gegessen. Das wird jetzt das erste Mal sein. Inshallah. Abo. Alter, wie sieht das aus? Was denkst du, Pascha? Ich schneide das gleich auf. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, ne? Sehr lecker aus. So, wir werden jetzt auf jeden Fall kurz. Warte mal zu mir. Bruder, das ist krank. Das ist krank, Bruder. Das werden wir einmal auch vom Rückblick sehen. Zweite Ding. Da ist Knochen dran. Der ist das erste Mal Steak, deswegen fragt er gerade, ob es ihm gefällt. Salam aleikum. Digga, er muss immer, guck mal, das Ding ist, er muss immer reinscheißen. Man muss immer reinscheißen, Bruder, sag mal. Ja, nee, was machst du da? Alles gut, ich hab, da war Knochen dran. Bitte deck das und tu das irgendwo, wo ich das nicht sehe. Alles gut, alles gut. Da war... Sehr schön, Bruder, er hat wieder alles... Und ich hab das Knochen genommen, Bruder. Schau mal, da ist dein Steak, Digga. Ey, bitte, Umut, was machst du da? Ach so, hier. Hier ist, bitte, warte. Ich wusste nicht, Cousin. Der schneidet mit Brot, Dings, Alter. Das ist jetzt ein echtes Steak hier. Halt, also,
Er hat Geburtstag. Bruder, wie alt bist du jetzt geworden? Ich bin 28 geworden. Maschallah, Bruder. Gönn dir. Reicht, reicht, reicht. Das ist Umid Abi. Dankeschön. Jungs, wir laufen gerade irgendwo hin, wo die uns können. Auf jeden Fall, guck mal diese Straße hier an, man sieht nichts. Oh, es hat gedonnert. Habibi! Wir laufen hier gerade eine Shisha. Guck mal den an. Geh einfach nach Hause, okay? Halt deine Fresse. Ja, Mann. Hier ist auch perfekt für mich. Hier ist gut. Genau, Bruder. Genau. Genau, habt ihr mich gefragt.